Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder live from Japan. Makoto ist gerade dabei. Die nächste Varietät, die wir Ihnen vorstellen möchten, wo wir Ihnen zeigen möchten, wie man sie bewertet und wie man sie vor allem gegeneinander bewertet, wo Makoto uns jetzt von 5 der erstklassigen Tadigoi in der Reihenfolge herstellt, ist Shusui. Und wenn Sie die letzten 6 Jahre, 7 Jahre uns schon mitverfolgen, was wir internetmäßig machen, dann haben Sie vielleicht mitbekommen, dass unsere Shusui-Blutlinie praktisch wie Phönix aus der Asche aufgestiegen ist, auferstiegen ist, dass die glückliche Verpaarung von nur 2 Elterntiere dazu geführt hat, dass wir plötzlich, was diese Shusui angeht, japanweit bei den Top 2, 3 Blutlinien mitspielen können. Wir haben schon viele, viele Preise mit diesem Koi gewonnen und da das nicht abreißen soll, da wir auch zukünftig da eine bedeutende Rolle im internationalen Koi-Geschäft spielen wollen, ist Makoto gerade auch dabei, von dieser Einverpaarung wegzukommen und die Blutlinie auf mehrere Elterntiere aufzubauen. Auch da muss man sehen, dass das nicht so einfach ist, dass nicht jeder schöne Shusui auch wieder schöne Kinder hervorbringt. Und so ist er da mit Akimoto und seinem Team dabei, wirklich sehr viel Neues auszuprobieren. Die wir hier haben, sind aber noch aus unserer Lisa Lisa Shusui-Blutlinie, also auf diesem ursprünglichen Elterntier aufbauend. Und da möchten wir Sie jetzt einladen, uns über die Schulter zu schauen, wenn Makoto uns hier die Tadigoi-Reihenfolge 5 seiner besten Koi erstellen. Ich sehe schon, die unterscheiden sich sehr vom Phänotyp, was Rot angeht, was das Kokonami, Körperstruktur, aber auch die rote Zeichnung betrifft. So, Ralf, bau die Kamera um und dann können wir schon anfangen. Ja, jetzt können Sie mal Gedanken machen. Witzigerweise sind alles Maruden oder Hanashusui, wie man so schön sagt. Und auch da ist es wieder nicht einfach, sich festzulegen. Wenn Sie mal Körperstruktur, die Reihenfolge. Karada na chumbanwa, go, yon, hai. Go, yon, san, ni, ichi. Also die Körperformreihenfolge, der hier ist die Nummer 5, der hier ist die Nummer 4, er ist die Nummer 3, die Nummer 2 und die Nummer 1. So. Und ich glaube, da sind sich hier relativ, was Platz 5 angeht, an der Körperstruktur orientieren kann, weil da ist jetzt wirklich ein Riesenunterschied. Immer noch Karadano Ichiban to, Karadano Goban to. Sauber. Also der Abstand, das habe ich gerade gefragt, zwischen der Nummer 1 in der Körperstruktur und der Nummer 5 in der Körperstruktur, der ist riesig. Das ist aber alles nur so eine 5-Ban, ne? Also, und jetzt, und das ist auch das, was mir gerade vorher aufgefallen ist, je länger man diese 5 anschaut, desto mehr wird einem deutlich, dass die von der Rotqualität alle gleich sind. Ja? Also kann man jetzt noch so genau schauen, wenn man an den Senbu no Beni war, ist es, wenn man nicht super schief war, nein. So, das ist, この4匹は同じ、これだけちょっと紅が薄いです。 Er sagt, und wenn, man könnte sagen, die 4 sind genau gleich und dass der vom Beni her ein bisschen schwächer ist. So, demo zenbu no tokoro wa, soro wa goban, ne? So desu. Also das ist die Nummer 5. Ichiban ii tokoro wa kokonami. So da ne. Kokonami wa ii. Kokonami igai futsu desu. Also, bei ihm hier ist es so, da ist die Rückgratbeschuppung ist sehr gut, aber außerhalb der Rückgratbeschuppung ist er einfach normal. Karada war honten überrüht ist ka? Futsu ist ka? Karada futsu da ne. Und da sagt er, die Körperform, die ist normal. Die ist jetzt nicht außergewöhnlich schlecht, die ist nicht gut. Einfach normal, so wie der Durchschnitt von der Körper, von der Blutlinie ist. Moyo mo futsu, ne? Hai. Und moshiro kunai. So, maruten dake kirei. Also er sagt, die Zeichnung ist gut. Ne, die ist normal, die Zeichnung, das einzig Gute ist die Marudenzeichnung. So, Saruwa Goban. Hi, das stimmt. Also, das ist die Nummer 5. Und wenn Sie jetzt die 4 anschauen, wird es deutlich schwerer. Jetzt rücken Sie von der Körperstruktur näher zusammen.
Auch Skokinami, ano Yoniki no Skokinami wa daitai onaji ne. Hontoni warui wa nai. Hai, hontoni warui wa nai. Kedo, kore ga chotto warui kana. Also wenn man jetzt nur mal die Rückgratbeschuppung betrachtet, und das werden Sie wahrscheinlich gerade tun, die drei hier sind gleich gut, die hier ist ein bisschen schlechter, aber sie sind sehr demosawa. Also die Unterschiede sind nur sehr gering. Immer noch 4番? Also das hier ist für ihn die, der Platz 4. Und da steht, setzen Sie sich das ein? Und er sagt als erstes, als ich ihn gefragt habe, warum Nummer 4, was ist sein erster Ausschlag dafür, sagt er, der Kopf ist zu klein. Man sieht, er ist ein bisschen zu klein, Sankakimoari, ne? Chotto. Demo Shutsu wa ii. Shutsu wa ii desu. Kokinami mo, Kokinami mo sugoi. Also der ist von allen anderen Belangen schon sehr gut, sore wa hontoni ii shutsu no, ii tategoi. Also das ist schon ein sehr guter Tategoi, nur im Vergleich zu den anderen drei hat er einen zu kleinen, zu spitzigen Kopf. Und ich glaube, das sieht man auf dem Video auch sehr schön. Hi, das stimmt. So. Und jetzt wird es kriminell, sage ich Ihnen. Jetzt sagen Sie mal, welche ist die Nummer 3? Wobei, das geht noch. Sagen wir mal. Sagen wir mal. Das stimmt. Sitze mich. Also die Körperform, sage ich, ich habe ihn gebeten, es zu erklären. Er sagt, die Körperform ist sehr gut. Das Rot ist auch sehr gut. Balance war gut. Balance war gut. Und er sagt auch, die Balance von der Körperform ist gut. Nanika, ihr weit ist gar. Und er sagt, wenn man vielleicht was sagen könnte, wo er schlecht ist, dann sagt er, die rote Zeichnung, Osugiru heißt, ist zu groß. Demo hontoni warui tokoro wa nai. Hontoni warui tokoro wa nai. Demo oka no nihiki yori chotto shita. Tadun ne, kono paato ga chotto aka ga oii kara, kono eleganto ni mieru. Kore wa chotto wakaru? Ja, hai. Hontoni uroko to beni wa betsu betsu. Also, wenn man jetzt mal sieht, in dem Bereich, da wechselt sich das Rot und das Schwarz ab und das Rot, die Beschuppung ab und das Rot geht auch in die Beschuppung rein und das müssen Sie sich immer merken. Koi haben drei Kapitel, das vordere, das mittlere und das hintere. Und wie beim Kohaku, wo man keine komplett roten Schwanzansätze mag, wo man keine komplett weißen Schwanzansätze mag, wobei der rote schlimmer ist als der weiße, ist auch beim Shusui, er hat auf diesen hinteren, auf diesen Odome gezeigt und sagt, oder Sutsu gezeigt und sagt, da ist er einfach weit weniger elegant als die anderen zwei. Bei den anderen beiden, da wechselt sich ein sehr schönes Kokinami mit der roten Zeichnung ab, beziehungsweise die rote Zeichnung geht nur bis zum Kokinami heran und das macht ihn etwas uneleganter. Also eine zu schwere rote Zeichnung, ein etwas schlechteres Kokinami, eine etwas schlechtere Beschuppung und dieser unelegantere Schwanzansatz tragen hier die Verantwortung, dass der hier nur Platz 3 ist. Hey, das stimmt. So, und jetzt haben Sie zwei Fische zusammen in der Wanne. Und wenn Sie jetzt sagen können, was die Nummer 1 ist, dann ist das okay. Aber Sie müssen es auch begründen. Hi, sore wa sawa hontou ni chichai, ne? Chichai desu. Also der Abstand von den beiden, der ist wirklich minimal. Benishitsu wa daitai onaji. Onaji. Kokinami mo onaji. Onaji. Also Rotqualität ist gleich. Rotqualität ist gleich. Kokinami ist gleich. Moyo wa... Also auch die Zeichnung, sagt er, die rote Zeichnung ist auch gleich. Senbu no shitsu wa onaji. Also auch die Gesamtqualität ist gleich. Karada wa sore wa ichiban. Karada wa yappari line ga kirei da shi, atama no kakkou mo kochi no hou ga ii. Also und es geht hier. Kore hontou ni shikaku desu. Square da kedo, kore wa chotto triangle. Also, und hier geht es nur nicht um die Körperform, die Körperlinie ist bei beiden super, sondern es geht nur um die Kopfform. Er hier, so ein Messer, mehr hat aber ich, dem Messer gibt es schon mit Schikai. Also, wir sprechen immer von Augenabstand, das ist Mehaba. Wenn Sie zwischen den Augen eine virtuelle Linie ziehen, vor zum Maul, dann haben Sie das Messagi. Messagi sollte auch lang sein. Und wenn Sie jetzt ihn hier anschauen, bei ihm ist das Messagi kürzer als bei ihm. Also zwischen Augenlinie vor zum Maul ist hier länger. Das gibt insgesamt einen sehr viel kräftigeren Kopf. Und diese Köpfe, die wirken entweder rund
oder sie wirken eckig. Und da kriegt er ein bisschen einen dreieckigen Kopf von, oder dadurch wird seine Kopfform etwas dreieckig. Und dieses eine kleine winzige Kriterium begründet, warum er hier Platz 2 ist und er Platz Nummer 1. Aber so ein kleines Kriterium kann in Zukunft große Folgen haben, kann sehr ausschlaggebend sein für die körperliche Entwicklung. Aber, und das haben wir auch jetzt in den ganzen Blogs immer wieder gelernt, die Körperform kann sich bis zum dritten Lebensjahr massiv verändern, massiv entwickeln. Und von daher kann man heute auch noch nicht sagen, ob, wenn sie dreijährig sind, die beiden dann tatsächlich immer noch die Reihenfolge und den Unterschied haben oder ob der vielleicht dann der bessere ist. Immer noch nicht da war, da ist der Onaji. Hi, da ist der Onaji. Und so noch Sa Arimaska? Onaji. Hi. Also, ich habe gerade gefragt, unterscheiden die sich jetzt vom Preis? Sagt er, nee, die sind vom Preis her gleich. Und das begründet sich eben wieder dadurch, dass man nicht weiß, welcher am Ende das Rennen macht. Aber mit dem jetzigen Auge bewertet, ist er einfach. Und da kann man es jetzt mal sagen, eine Nasenspitze dem voran. Das ist ここのコケナミはこっちが綺麗でしょ。こっちの方が綺麗だけど無駄コケが一つある。はい。これちょっと汚いけど無駄コケはない。そう。それ大体同じ。大体同じ。 Und auch hier, wenn Sie mal anschauen, er hier hat hier ein sehr schönes Kokenami und sehr schön durchgefärbt und hier geht eine Schuppe aus der Richtung. Ja? Das ist auch ein Nachteil. Bei ihm hier geht keine Schuppe aus der Richtung, aber bei ihm ist sie dafür nicht so schön durchgefärbt. Also irgendwie, die geben sich beide nichts. So, Ralf zeigt Ihnen die jetzt nochmal von Namen und dann können Sie das eben Gelernte nochmal am lebenden Objekt anschauen. Und ich habe jetzt eine Stunde wieder nur gelabert und falle jetzt gleich hier von meiner Sake-Kiste runter. Hi, arigato gozaimashita. Hi. お昼だね。お昼ご飯。今終わり。